Anruf bei Dr. Grammatica. Na komm, Isabel. Was für eine Überraschung. Unsere gemeinsamen Freunde treffen bald ein, um das Artefakt zu suchen. Sobald es gefunden wurde, sag ich Bescheid. Super. Immer ein Vergnügen. Penner. Wegen Leuten wie Ihnen haben Historiker einen so schlechten Ruf. Ich fürchte, ich habe heute keine Zeit für Sie, Mr. Hastings. Danke. Sie machen es mir sehr einfach. Oh, scheiße. Ja, ich gebe dir recht. Master Berg, Agent da Costa, kümmern Sie sich um sie. Bewegung! Fangt sie ein! Die musst nur warten, bis du anfängst, die Daten zu suchen. Dieser kleine Stunt gefährdet die gesamte Operation. Synchronisiere dich mit Jacobs und Evies Erinnerungen. Finde etwas, das uns Vorsprung vor dem Feind gibt. Du musst dich beeilen. Jetzt geht es sicher um Leben oder Tod. Viel Glück. Ich habe noch nie so viele Menschen auf einmal gesehen. Die wogende See von London. Genau wie Vater es beschrieben hat. Gut, dann suchen wir Henry Green und planen den Angriff gegen die Templer. Wer war Green nochmal? Der Assassine, der über London wacht. Hast du die ersten drei Mal nicht zugehört? Bei was zugehört? Oi, pass auf! Verzeihen Sie, Sir. Hey! Komm zurück, du räudiger Langfinger! Du kleiner Verbrecher! Halt es! Seht mal an! Wen haben wir denn hier? Ihr seid in unserem Gebiet! Du steckst den anderen Ton an, wenn ich mit dir fertig bin! Er kommt hier nicht in einem Stück raus! Exzellent. Was hat London sonst noch zu bieten? Wir haben keine Zeit zum Flanieren, Jacob. Wir müssen erst Henry Green finden. Ich konnte schon immer besser klettern. Nicht wahr? Nicht mehr, seit wir zwei waren. Ich bin vor dir am Aussichtspunkt. Und du wirst wieder verlieren. Auf keinen Fall! Findet sich jetzt Mr. Greens Geschäft. Es war auf Vaters Karte markiert. Zwei Assassinen. Etwa gleich groß. Eine Frau,
Ein Mann, etwa 20 Jahre und dieses teuflische Grinsen. Sie müssen die Freizwillinge sein. Und Sie sind? Henry Green, zu Ihren Diensten. Mein tiefstes Beileid zum Tod Ihres Vaters. Danke. Was können Sie uns über Crawford Starrick erzählen? Wünscht der Rat also Informationen? London muss befreit werden, um eine bessere Zukunft für alle Einwohner zu bringen. Gott sei Dank ist der Rat zur Einsicht gekommen und hat euch geschickt. Ja, Gott sei Dank. Unglücklicherweise habe ich schlechte Neuigkeiten. Inzwischen sitzt Starrick an der Spitze der ausgeklügelsten Templerstruktur der gesamten westlichen Welt. Jede Klasse, jeder Bezirk, die Gangs, die Industrie. Seine Macht erstreckt sich über ganz London. Ich habe mich immer schon als Gangführer gesehen. Hart, aber gerecht. Wir tragen Uniformen. Und ich kann entrichtete Außenseiter jeder Couleur vereinen. Unter einem Namen. Das ist es, Evie. Wir ziehen sie auf unsere Seite. Oh, so wie du diese Kartenspieler im Oldbrook mit in den Fluss gezogen hast? Das war was anderes. Die schlugen mich beim Whist. Ich sehe es direkt vor mir. Wir nennen uns The Rooks. Ist das wirklich dein Ernst? Hast du einen besseren Plan? Den Edensplitter finden. Also, verschaffen wir uns mal einen Überblick. Sollen wir? Das da ist der höchste Punkt in Whitechapel. Seht, was Starrick dieser Stadt angetan hat. Whitechapel strotzt nur so vor Verbrechen. Kinderarbeit, trotz aller Vorschriften. Eine Gang namens The Blighters kontrolliert die Straßen. Und die Templer ziehen im Hintergrund die Fäden. So ist es in jedem Stadtteil. Wir müssen diese Stadt den Menschen zurückgeben, die sie überhaupt errichtet haben. Wir befreien London von Starrick. Sie haben mein Wort. Und die Rooks. Miss Fry, Ihre Passion ist inspirierend. Kommt. Wir kehren zu meinem Geschäft zurück und ich bringe euch auf den neuesten Stand. Starricks Ganganführer. Was will er von Ihnen? Er hat es auf meine geheime Forschung zu einem der Vorläufer-Artefakte abgesehen. Den Edensplitter. Erzählen Sie mehr von diesen Blighters. Da er eine Armee brauchte, versammelte Starrick den Abschaum der Unterwelt. Einige der Gangs wollten das verhindern und wurden regelrecht abgeschlachtet. Jetzt sind nur noch die Klinkers aus Whitechapel übrig. Doch die sind keine Gegner für die Blighters. Dann schauen wir uns diese Klinkers doch mal an, oder? Genau nach solchen Leuten suchen wir. Das ist nicht dein Ernst. Evie, Sie sind bereit, gegen die Blighters zu kämpfen. Das ist meine Chance, einzugreifen. Achtung, London, hier kommen die Rooks. Diese verfluchte Stadt! Keiner passt auf, wo er hingeht! Ja, ist mir aufgefallen. Verfluchter Drood, so werde ich nie fertig damit. Nur die Vorsehung weiß, wohin es diese Worte nun verschlägt. Ich muss an die Arbeit und sie ersetzen. Falls Ihnen der Sinn nach einer Geschichte steht, finden Sie mich dort, wo das Ale warm und die Gemüter heiß sind. Tata! Was für ein komischer Mann. Das, Mr. Fry, war Charles Dickens. Er kennt einfach alles und jeden in dieser Stadt.
Wenn ich sie wäre, würde ich diese Verbindung in der Hinterhand halten. Kelloggs Gang ist in der Nähe. Sie dürfen mir nicht zum Laden folgen. Wir machen das. Hier, die könnten von Nutzen sein. Oh Gott, das hoffe ich. Meine Kutsche ist nicht weit. Lockt sie damit auf eine falsche Fährte. Wir treffen uns bei meinem Geschäft. Sachte! Wir müssen sie von Green weglocken. Das gibt Ärger. Ihre Kutsche ist nicht gleich zu stabil. Das wird Kaelor bereuen. Auf geht's. Sie sind weg. Dann also zurück zu Mr. B. Aye, aye, Captain. Du bist unmöglich. Dank dieser Unmöglichkeit werde ich zum Meister ernannt, wenn wir hier fertig sind. George wird nichts dergleichen tun. Was noch vom Credo übrig ist, würde unter deiner Leitung verschwinden. Harte Worte, Schwester Herz. Ich hoffe sehr, dass Mr. Green in Sicherheit ist. Sag nicht, dass du jetzt schon für diesen Typen schwärmst. Was würdest du denn sagen, wenn unsere wichtigste Informationsquelle plötzlich tot ist? Starek kann nicht so schwer zu finden sein. Ich schlage vor, wir wenden diese Kutsche und suchen ihn. Genau deshalb hast du nicht das Sagen. Nicht so schnell! Hör, Mädchen! Weiter, Mädchen! Langsamer! Lauf schön weiter! Haben Sie sie abgeschüttelt? Wir haben noch viel mehr getan. Wer sind all diese Leute? Im Laufe der Jahre gelang es mir, einige Verbindungen in dieser Stadt zu knüpfen. Wunderbar. Wir werden gezielte Hilfe... Gezielte Hilfe? Wir übernehmen Starricks Gangs und schmälern seine Macht. Du denkst nicht weit genug. Starrick hat seine Finger in jedem Zweig der Gesellschaft. Wir müssen es ihm gleich tun. Das sehe ich ganz genauso, Evie. Wir brauchen die Rooks. Du gründest keine Gang namens Rooks. Vielleicht habe ich auch eine Idee beizusteuern. Wir müssen die Polizei dazu bringen, uns nicht zu beachten. Ich habe einen Vertrauten, Sergeant Eberline. Er gilt als Meister der Verkleidung. Außerdem Kinder. Kinder? Kinder. Kinder sind exzellente Spione. Clara O'Day. Schlau wie ein Fuchs, die Kleine. Und schließlich sollten Sie eins nicht vergessen. Starrick arbeitet nie allein. Er hat Gangführer in jedem Bezirk. Sie lernen sich schon bald kennen. Jede Wette. Rexford Kaelor, bekannt für seine Fähigkeit, vor aller Augen zu verschwinden. Und nun soll er endgültig verschwinden? So sieht es aus. Einen Moment. Ein Templerziel, das Sie sich ansehen sollten. Seien Sie vorsichtig. Es ist rau da draußen. Machen Sie sich nur keine Sorgen, Greeny. Mit ein paar Schlägern komme ich klar. Und wie lautet der Plan, o allmächtige Hoheit? Du bist doch der mit den großen Träumen. Die Gangs, die Kämpfe, sogar die Klamotten, die ihr tragen werdet. Vielleicht solltest du vorangehen. Wenn du darauf bestehst.